da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Dom dabei. Servus. Und wir gucken uns an Forkalalaum gegen UB Ninjas. Forkalalaum hier gespielt von Eternal Battlegrounds. Wenn ihr den noch nicht kennt, macht auch ganz, ganz viel Legacy-Gameplay. Auch wenn er aus dem Süden von Deutschland kommt und dementsprechend einen etwas schwierigeren Dialekt besitzt. Der spricht so komisches Deutsch. Ja. Gucken wir uns an. Ninjas gegen Forkalalaum. Jetzt nicht das geilste Matchup für Forkalalaum, glaube ich. Wenn da mal so ein 4-4er liegt, dann liegt der schon. Ja. Auf der anderen Seite hat Ninjas halt keine Wastelands. Nee, stimmt. Ninjas hat keine Wastelands. Aber Back to Basics. Ja. Das kann schon sehr ärgerlich sein. Und hier ist eine okay Starthand für den Ninja-Spieler. Forkalalaum kann hier natürlich auch. Chalice of 1 ist sehr, sehr, sehr schmerzend für das Deck. Ja, Chalice of 0 ist so lala. Chalice of 1 ist ziemlich ätzend. Chalice of 2 oder 3 ist fast schon irrelevant, aber... Ja. Ja. Retrofitter-Start. Ist gut. Die ist gut. Also je nachdem, ja. Da ist noch ein Retrofitter. Der Startpunkt, was ich halt da ein bisschen doof finde, ist halt, die Decays vom Gegner sind so gut. Und die Punishing Fire sind so gut. Ja, ja, genau. Die Punishing Fire sind auf jeden Fall gut. Auf der anderen Seite ist es halt so, der Gegner muss die halt im Endeffekt auch ziehen. Oh, Bob. Wird der gepusht? Ich weiß es nicht, aber vermutlich. Er wird schon gefetcht. Das wird schon gefetcht. Das also entweder macht man jetzt einen Dude oder man pusht hier. Interessanterweise ist es hier halt so, dass man mit Ninja sehr viel mit Basic spielen kann. Ja. Und solange Loam nicht irgendwie einen One-Off Ghost Quarter drin spielt, ist es so, dass Loam hier nicht so weit dran kommen kann. Genau. Da sind kleine Servo-Tokens. 1-1 Servo. Miep, ja. Ja, da wird immer noch gesucht vom Fetch. Ja gut, es sind halt zwei Stück. Man muss halt überlegen, was man hier fetcht. Badlands. Ja, okay, man hat das Punishing Fire ja schon. Genau, Punishing Fire ist auf der Hand und das passt auch ganz gut. Boah. Boah, sehr, sehr viele Länder beim Ninja-Spieler auf der Hand. Angriff 1, den Block offern. Und wenn der Gegner hier nicht blockt, dann... Oh yes, oh yes. Oh ja. Oh yes, das ist der Copy-Ninja. 3-1, wenn der Gegner Kampfschaden so viel, kriegt man eine Kopie davon. Mm. So schön. Das ist natürlich dann nice. Ja. Vor allen Dingen, den bist du so schnell nicht los. Ja, genau. Und das ist halt auch etwas, wo man hier sagen muss, okay, hier kann man jetzt zwar Punishing feiern. Und, Oh, der hatte 2 auf der Hand, ne? Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Wenn er jetzt 2 Punishing Fire hat und beide los wird, ist das natürlich sehr, sehr mächtig. Ansonsten ist das hier ein sehr, sehr guter, guter Trade. Deshalb, also hier... Ich mag den Ninja tatsächlich. Es gibt wenige Leute, die ihn tatsächlich spielen. Ich habe ihn mir auch schon getestet. Ich fand den auch ziemlich gut. Ich auch. Ich finde ihn auch richtig nice. Punishing Fire, ist halt die Frage. Boah, du musst ja, wenn dann, direkt schon beide loswerden. Ansonsten hast du gleich 4 davon da liegen. Ja. Also wenn dann eine Lilly, die bringt nichts. Punishing Fire ein. Retrofeder kann nichts machen. Beat für 2 Damage, okay. Und da lässt man sich, glaube ich, ein Punishing Fire noch offen. Das von farblos. Ne, Loam. Loam, okay. Loam wird gedazed. Ja, war okay. Ja. Dann kann man jetzt. Draw. Ponder. Ponder sieht einen 1-1 unblockbaren Dude. Den ich blocken kann. Genau. Und Ponder sieht. Murderous Cut. Dann Beat mit dem, kriegt man noch eine Kopie. Das ist schon. Das der ist 3-1. 3-1, ne? Und hat damit halt jetzt schon runter auf 12 Leben geprügelt. Toxic Deluge für 1. Wow. Kann man machen. Wenn 3-1 zum Problem wäre. Hätte man aber, glaubt, das Mana. Nee, man hätte das Mana nicht anders bezahlen müssen. Man hat ja nur einen Punching Fire. Ja, man hat nur 1 im Friedhof. Da legt man mal 4-4 aufs Board. Potenziell ja. Ja. Das stimmt. Da geht das Punishing. Und man kann ihn noch nicht mal richtig Punishing feiern. Nee, weil es Teil der Kosten ist, den zu opfern. Genau. Was schon ziemlich mächtig ist. Das ist schon echt sexy. Ja, damit schon problematisch. Ich meine, man kann hier Lilly spielen. Mhm. Und,
Da ist jetzt die Frage, hat man noch was auf der Hand? Ich sehe eine Misdirection. Ja, oder und wenn du jetzt Punishing Fire spielst und das misdirected wird auf die Lilly. Hupsi! Dann opfert man den 1-1 Servo. Schön, schön. Ach, mag du Misdirection. Kacke. Ja. Hier geht man nochmal fetchen, um sicher zu gehen. Das war kein Choice Land zieht. Sondern zieht. Ich könnte mal fast auf ein Duel gehen. Ich würde auch auf ein Duel gehen. Du lässt dir halt für die restlichen Fetch-Länder mehr auf den Sumpf. Targets drin. Okay. Ja. Der Misdirection, das One-Off ist halt teilweise schon echt. Ja, es kann halt super, super cool sein. Das macht die Abrupt Decay vom Gegner halt auch madig. Richtig, richtig. Und jetzt Beat für ein. Ja, dann macht man sich, wenn der Gegner zuckt, einen 4-4er und. Genau, hier wird nicht gedredged die ganze Zeit. Man könnte halt mit Länder halt immer noch. Wobei, mit Länder kannst du gar nicht so viel machen, ne? Nee, gerade gar nicht. Ich glaube, da ist noch nicht mal ein Wasteland drin. Ne. Ja, und selbst wenn, wird es halt nicht viel bringen, ne? Einfach nur ein Go? Ist das echt nur ein Go? Ja, anscheinend. Da wird auch nicht. Okay. Bevor Combat. Ja, ist aber wichtig, dass man, wenn man was macht, bevor Attacker macht. Abrupt Decay auf den. Opfer den. Ist Teil der Kosten. Ist Teil der Kosten, genau. Dann kriegt man einen 4-4er. Und dann könnte man noch enttappen. Und hätte noch ein Servo machen können. Hätte machen können. Ja. Frage, ob das gut genug ist. Da ist ein Wasteland. Da ist ein Us. Oh, hier zuckt mal. Okay, da war ein Forceful auf der Hand. Das wird jetzt wahrscheinlich gehardcastet. Jupp. Jupp. Oh, alles. Alles. Dann kommt das der. Das war Neid. Jetzt aber auch wichtig, dass der. Jetzt kommt. Okay. Ja. Dann kommt der Neid. Jetzt kommt der Neid. Das war natürlich auch gut gebaitet mit dem Us, weil der Us darf nicht liegen bleiben. Der wird zu groß. Ja, und der Neid ist zu groß. Der Neid ist zu groß. Deswegen, das ist ganz cool. Hier hat man 1-1 im Blockbahn. Go. Das könnte der Temposwing sein, den man gebraucht hat als Vor-Kalalom-Spieler. Ja. Das war jetzt wichtig, weil ansonsten hätte man gegen den 4-4er verloren. Ja. Hier ist ein Wasteland. Man kann sich halt selber auch Wastelanden. Ja, ist halt die Frage, ob man das will. Ich denke nicht. Punching Fire den Dude. Stimmt. Ein Leben. Und tschüss. Go. Ja, der Dude wurde hier tatsächlich gespielt, damit man nicht einfach Punching Fire macht. Da ist eine Fairy. Fairy into Forceful, was ganz nett ist. Brazen Burrower, ja. Ja. Aber ich glaube, hier bounce man dann einfach. Gucken, ob der Knight aktiviert wird. Ja. Wenn der Knight hier jetzt natürlich ein Maze of If sucht, wäre das natürlich richtig stark, ja. Da ist das Maze of If. Ja. Das ist halt echt bitter jetzt. Ja. Dann wird das halt gemazed, das Token. Genau. Und dann kann man halt schauen, dass man das Punching Fire auch doppelt noch hinkriegt. Ja, vor allem jetzt hat man das Force oben drauf liegen und was war noch dabei? Das weiß ich nicht. Ich glaube, da war nicht wirklich viel geiles Zeug bei. Nee, sieht aktuell nicht so geil aus. Da kommt so, und der, halt und der Brazen Burrower stirbt halt safe zum Punishing Fire. Ne? Genau. Auf der anderen Seite ist das wieder eine Runde, wo der... Oh, Brainstorm. Brainstorms? Okay. Ist das... Ein Ornithopter. Doppel Force Ornithopter, also ein richtig schöner Brainstorm-Lock. Ja. Die Frage, was man hier genommen hat. Das wüsste ich auch gern. Ja. Hier geht es jetzt nämlich in die Richtung, dass man halt jetzt sagt, okay, Punishing Fire, Payback, Punishing Fire, Spiel Punishing Fire, dass man halt hingeht und sagt, okay, ich mach dem Ding halt 4 Damage. Ja, vor allem Punishing Fire sagt, du musst ja nur einmal diese Runde Leben bekommen haben. Nee, du musst Leben haben, während das Ding in den Friedhof geht. Dann triggert das, wenn du rotes. Aber du machst halt hier für 2 Damage, also Angriff kannst du auch. Du schießt halt 2 Damage drauf, gibst mir dein Leben, holst das wieder und prügelst dann wieder rein. Das ist schon ziemlich gut. Das ist ein 6-6-9. Okay, Wasteland. Dann stimmt. Sind das 6. 8. 8 Damage. 9 sogar, krass. Krass. Das ist eine Blastzone für 1. Ist natürlich nicht ganz so geil. Und auf Turn den, ja. Der muss halt gepuncht und gefeiert werden. Das kommt halt auch. Oh, jetzt hat man das Force.
Wenn man nicht den Dings oben drauf gelegt. Doch, man kann das Force Hardcasten, stimmt. Ja. Das Interessante ist, wenn hier jetzt halt ein Ninja kommt, kann man halt jetzt weg den Nezun. Man lässt den gehen. Ja, dann spielt man Ornithopter Go, schießt den Ornithopter. Also das ist sehr gefährlich, was Max hier macht. Alleine aus dem Grund heraus, dass man halt den Gegner mal nicht in die Combat-Phase gehen lässt. Weil wenn dann ein Ninja von oben kommt und man eben auf den Removal-Spell anfängt zu Ninizun, ist das halt super, super, super. Ja, okay, wenn du im Attacker Declare machst, dann ist das immer noch safe, aber wenn da halt schon Blocker... Ja, genau. Sobald halt No-Blocker declared sind. Ja, da wird surrendered. Da wird surrendered, ja. War der Knight doch fett genug? Ja, Forker Loam, ein bisschen Artefakt-Removal, ein bisschen... Keine Ahnung, Talias, was in der Richtung? Tabernakel hat er, glaube ich, gerade auch reingeschmissen. Das, ja, Tabernakel. Ja, der delayed halt hart. Genau. Als Ubininja-Spieler, Back to Basics, Eliminates. Creature Removal und Back to Basics, so. Ja. Leyline möchte man, glaube ich, nicht, aber wurde anscheinend gebordet, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, wenn man genug rausnehmen will, du kannst die, weiß nicht, ob die Force rausnehmen willst. Ja, ich denke schon, dass man die Force rausnimmt. Ja, genau, das war die Frage. Okay, Mulligan vom Walker Long. Der Problem ist, du musst ja auch damit rechnen, dass ein, zwei Planeswalker rumfliegen. Hast du ein gutes Planeswalker-Removal außer Eliminate? Nicht wirklich. Also in Blau-Schwarz ist es sehr, sehr schwierig, da was zu finden. Haben die ein Drown in the Loch im Sideboard, im Mainboard 1? Nee. Dafür ist ja der Platz fürs Misdirection zum Beispiel. Stimmt, der Slot wäre dann belegt. Genau. Deshalb mal gucken. Ich glaube tatsächlich, dass man hier einfach versucht, auf eine Speed-Variante zu gehen und damit Back to Basics den Gegner mal aus dem Spiel zu locken. Ja, das geht ja auch gut, dass du Turn 1 Ornithopter oder den Changeling spielst, Turn 2 Inanitius und Turn 3 dann halt einfach Back to Basics und der Gegner gucken ihre Röhre. Ja. Das muss aber auch funktionieren. Ansonsten ist. Ist das lange Spiel. Guter Start. Wenn jetzt noch ein Ninjutsu auf der Hand ist, dann ist das ein richtig guter Start. Ich glaube, das ist ein Back to Basics. Oh, Maze of If. Maze ist aber egal. Ja, geht so. Boah, sagt mal jetzt. Greife beiden an. Okay, dann hat man auf jeden Fall einen Ninja auf der Hand. Ja. Und der wird dann aus dem Kampf rausgenommen. Ja. Zieht man nur eine Karte. Sehr, sehr traurig, aber wahr. Auf der anderen Seite hat der Gegner hier halt auch kein Land gespielt, wa? Im Endeffekt. Ne, da ist aber tatsächlich ein Back-to-Basics auf der Hand, so wie ich das sehe. Ja. Brazen. Attack. Ich würde ja auch mit Wind-Top angreifen. Vor allem kriegt man jetzt das Maze vom Arsch. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt dann halt richtig gut, wenn das funktioniert. Es ist egal, wen du aus dem Combat rausnimmst, außer wegen dem Schaden. Genau, deswegen nimmt man lieber den 2-3 aus dem Combat raus. Genau, den nimmt man dann raus, kriegst du einen Damage. Kriegst du einen Damage, ich ziehe eine Karte. Genau. Fetch auf wahrscheinlich Insel. Ja, ist die Frage, ob man jetzt auch schon einfach das Back to Basics slammt. Ich glaube es nicht. Ich hätte das hart gemacht. Ja, durch Abrupt Decay ist es halt echt madig. Und ich glaube, in dem Forkalom ist mindestens ein Basics drin. Stimmt. Auf das er jetzt auf jeden Fall fetchen geht, plus die Moxe. Ja, du kriegst jetzt halt das. Ich glaube, der Gedanke dahinter war jetzt halt einfach das Mace vom Arsch zu kriegen. Und noch ein Ding. Also jetzt sind halt immer noch drei Mana übrig, trotz Back to Basics. Das kann gefährlich werden. Da ist nur noch ein Brazen Burr auf der Hand. Und ein Dual Land, das man natürlich nicht spielen möchte, wenn man Back to Basics drin hat. Das stimmt allerdings. Das willst du nicht spielen. Da kommt Fetch. Ja, okay, man könnte halt noch den Mox mit dem Brazen vom Hals kriegen. Was hat man noch? Brazen. Das sind zwei Dual Lands auf der Hand. Ja. Das tut natürlich mit Back to Basics ziemlich weh. Ja. Dafür muss der Gegner halt jetzt auch relativ viel Pulver aufwenden. Da kommt Abrupt. Wahrscheinlich. Nee, Punching Fire. Das ist auch ziemlich, ziemlich. Das ist ja alles im Exile. Okay. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Beat, Draw Card. Ich könnte mein. Oh,
Sonst könnte man hier langsam echt überlegen, ob man den Mox nicht bei uns lassen. Noch ein Back to Basics. Und noch ein schwarzer Dude. Ja, ich würde den Mox tatsächlich bouncen. Da kann man jetzt fetchen gehen. Das ist ja der Fetchen. Da sind so strong mit Ponder und Brainstorm. Surprise. Ja. Das sieht nach Bounce aus. An alle modernen Spieler, that's why shit's gone real. Ja, das ist korrekt. Und, oh, noch so ein schwarzer Dude, damit man halt... zwei Schaden durchkriegt. Oder ja, einen. Mox. Der Mox frisst halt auch jedes Mal anständig Länder. Ja, ja, das ist halt, aber das Deck hat ja auch so viele. Das Deck hat eine Menge Länder und hat trotzdem ganz oft Mana-Probleme. Wow. Die ist gut. Die ist richtig gut. Die macht Token, ne? Nee, man kann permanente Opfern Karten zu ziehen, man kann permanente zerstören. Oder ich weiß gar nicht, was die Ulti macht. Ja, okay, das nimmt halt dann die Back to Basics raus. Oh, jetzt wird halt so strong, eine von oben zu ziehen. Oh mein Gott. Ja. Das ist ein Force. Die hat man ja gerade eben weggemischt, die Back to Basics. Stimmt. Ein Force aber auch. Ja. Zwei Karten ziehen. Nee, ein Damage auf die Braska. Ah, okay. Retro. Und ein Retro-Filter. Der ist natürlich jetzt richtig strong mit Ornithopter und dem Vipira. Das wird eine Menge Schaden sein. Genau, das kann jetzt eine Menge Schaden sein. Auf der anderen Seite Bob und Chalice auf 1. Ja, kann einem in der Theorie sogar egal sein, ne? Ja. Ist die Frage, ob man jetzt nicht End of Turn den reinlegt und den Form da zu einem 4-4er macht. Jawohl. Jo. Habe ich einen 4-4er? Habe ich. Er hat ein 10 Leben, wenn ich das richtig sehe. Ein bisschen mehr, ich glaube, ein bisschen mehr. Dieser eine Würfel, der da leicht rausgerollt ist, zählt, glaube ich, immer noch. Eliminate. Eliminate und schwing mit allem für Mason mit dem 4-4er raus. Für 6 Damage. Ja, und zieh zwei Karten. Okay. Da ist noch 5 ein Ninja Damage. Bei, ja. Da ist ein Top da. Ja, ne? Das ist, glaube ich, over, gerade mit Retro noch an Bord und noch ein Ninja. Ja, und ein Force. Ja, 1-1. Boah. Das Pulver war hier tatsächlich entscheidend. Mhm. Und die Leyline entscheidender, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ja, die Leyline hat hier eine Menge gemacht. Und alleine wegen dem Punching Fireland. Ich fand das Back to Basics aber auch nicht schlecht. Nee, aber es hat tatsächlich gar nicht mal so viel gemacht. Es hat nur ein bisschen dafür gesorgt, dass Forkalomi ein bisschen rumeiern musste. Aber dieses Rumeiern ist natürlich auch etwas, was ein bisschen Zeit frisst. Ja, darfst aber nicht unterschätzen, du hast die ganze Zeit, während Back to Basic lagst, zwei Karten gezogen. Ja. Das stimmt. Dadurch, dass du mit zwei Kreaturen wirklich angreifen konntest. Genau. Oh, hier kommt nur der Ornithopter-Star. Das ist natürlich nicht so gut. Da ist ein Push auf der Hand. Okay. Hat man ein Follow-up? Swords to Plowshares. Das ist Respekt-Zollen. Respekt to Ornithopter. Absolut. Ach, großartig. Oh mein fucking Gott. Ich liebe es. Es ist großartig. Alter, ist der Stack von Max ist so schön. Ja, auch wenn es glitzert, aber es ist schön. Glitzert wie sonst was und ist Old Border, so glitzernd Old Border, wie es nur irgendwie geht. Ich glaube, mittlerweile sind auch die Fetchländer Old Border glitzernd. Die sind es hier, glaube ich, noch nicht. Das war noch vor Modern Horizon 1, deswegen weiß ich noch nicht, ob da ein Endurance drin ist. Ich glaube nämlich nicht. Boah, nee. Aber, ja. Oh, Mox. Land wird abgeworfen. Bob. Chalice auf 1. Das, da wird ziemlich hastig an das Ding. Und um Ding herum gespielt. Days. Days. Ich sehe zwar ein Force auf der Hand, aber wahrscheinlich hat er einfach keine blaue Karte mehr. Ja, da war noch ein Back to Basics. Und da ist ein ein Push, der nichts bringt. Mhm. Okay. Hier kann man mal probieren, ob man es machen kann. Ja, ob der Gegner es vergeigelt, ne? Yep. Aber, leider. Ja, das ist dann vergeigelt. Auch immer interessant, ab wann hat man es vergeigelt, indem man die Karte schon weglegen will, wenn die Karte schon im Friedhof ist. So, im Normalfall, sobald man sagt, jo. Ja. Da kommt Back to Basics. BTB. Das ist fast schon okay. Ja, das ist halt die Frage, kriegt man den Knight gehandelt? Ja, man hat halt hier keinen Leyline, die schon zielführend war letzte Runde. Die nachziehen ist halt auch ätzend. Ja, genau, also wenn die jetzt nachziehst, gerade wenn du auch kein Brainstorm mehr spielen kannst, das kann halt richtig ätzend sein. Ich glaube, man geht hier einfach mit dem Knight mit 6-6 einfach prügeln. 6? 5? 5, Entschuldigung. Ne, 4 sogar nur. 4 sogar. Das eine ist ein Smurf. Stimmt, 4-4 nur. 2 Back to Basics. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Ja, einmal Nummer safe gehen. Das sieht aus wie ein Mox.
Da ist eine Retrofitter und Chalice auf 0. Das ist keine gute Hand beim. Ja, der wird jetzt einfach. Der Beninja-Spieler wird jetzt einfach verprügelt. Ja, ich glaube auch der Knight. Oh. Force Hardcast ist drin und zweimal Retrofitter. Ja. Auf der anderen Seite kann jetzt natürlich schon auch mal passieren, dass man jetzt einen Bouncer zieht, die Chalice auf 1 bounced, beide Retrofitter slammt. Ja, und dann und anfangen dann kann, das Spiel zu übernehmen. So ist es nicht. Aber man hat halt nicht so viel Zeit. Die Frage ist halt, ob man hier jetzt mit dem Knight anfängt, auch mal Mana zu machen. Weil er kann ja Mana produzieren. Ja, das stimmt. Ist ja nicht. Also, ich glaube, man hat den Brazen gerade ja. Brazen, das kann natürlich. Ja, würde ich hier auch für gehen. Sie. Brazen, den Chalice of 1, Double Retrofitter. Wobei ich dafür sogar fetchen würde, weil man das Force auf der Hand hat. Man hat doch gar keinen Fetch liegen, oder? Nur eine jede Retrofitter gelegt. Okay, hätte ich beide gelegt. Damit du den 1-1er machen kannst. Ja gut, man ist halt auf 6 Leben. Mhm, das kann man schnell im sein. Ja, genau. Das ist, vor allem, wenn man auf Fetch geht, man auf 5 runter, dann hätte der Gegner nur einen Fetch anziehen müssen und man hätte verloren. Mhm. Das ist schon gut so, tatsächlich. Ich glaube, die Chalice of 1 will man hier nicht redeployen, oder? Okay, anscheinend doch. Die sind mittlerweile auch Oldboarder voll. Diesen schönen Oldboarder. Ja. Ansonsten schwierig, war. Ich würde mit dem Knight jetzt wahrscheinlich einfach stupide zuhauen. Gibt's die Moxe in Oldboarder voll? Nee, kann nur ja ein Oldboarder. Ja nur ein Oldboarder oder ein Newboarder voll. Und naja, Reserved ist halt. Ja, Reserved List, deswegen. Ja, dann hat man jetzt den. Servo blockt. Blockt. Nächste Runde hat man Servo Block. Nur 4 Mana, weil Double Back to Basics sagt, man hat kein Duel. So. Tschüss. Das ist ärgerlich. Da ist ein Fetch. Da kann man sich das erlauben, Fragezeichen. Ich glaube schon. Aber man will hier, glaube ich, noch ein Land mehr haben. Weil mit 6 Ländern kann man halt Make Servo, Block, Make Topter. Mhm. Und der Knight ist immer noch 5-5. Du kannst halt jetzt Make Servo, Block, Topter kannst du aber noch nicht machen. Du kannst aber den Brazen reinsplashen und kannst dann langsam aber sicher schon mal für 3 hauen gehen. Weil der den Knight ja eh nicht blocken kann. Richtig, plus es sind ja immer noch 19 Leben. So, wenn man jetzt... Hat er gar nicht angegriffen? Nö, wurde einfach Go gesagt. Okay. Okay, da kann man jetzt, glaube ich, die letzte Insel rausholen. Ja, dann wird hier wahrscheinlich gleich für Länder gegangen. Für Mana gegangen. Ja. Um zu schauen, dass man mal auf dem Board ein bisschen overhead kommt. Auch wenn das Board eigentlich schon in seinem Favor ist. Also hier hätte ich wahrscheinlich fast zu 100% angegriffen. Mhm. Okay, man kann sich jetzt halt mazen. Da ist, glaube ich, ein Quatsch gewesen. Ja, Beat für 5, für 3. Das ist halt... Sehr langsam. Mhm. So, auf der anderen Seite, wenn jetzt ein zweiter Knight kommt, ist man halt auch ziemlich weit vorne. Jop. Wobei der erste Knight jetzt halt echt nichts macht. Man sucht sich sogar ein Tool. Ja, okay, man hat ja das Fetch liegen für den Forest. Ja, aber hier hätte ich wahrscheinlich ein Fetchland mehr gesucht für das Duel. Einfach nur, um den Knight noch größer zu machen. Ja, okay, aber der Knight ist groß genug. Ja, der Knight muss halt in der Theorie nur 5-5 sein. Dann rennt er über alles drüber, was das Deck entgegenwirft. Aber man muss jetzt nur den Top da los, den Servo loskriegen, ist leichter gesagt als getan. Ja, wenn man die Retrofitter Foundry loskriegt, hat man eigentlich schon gewonnen. Ja, ein Decay, voll bei dir. Ein Decay reicht. Ja, das ist korrekt. Oder ne, ansonsten ja, Decay. Man könnte auch einfach hingehen, könnte sagen, man macht ein Ding für 1, aber es reicht nicht. Toxic Clutch für 1 reicht euch. Go. Geht man nicht mehr hauen für. Dann würde ich mir jetzt ein Servo machen. Oh ne, man macht sich einen Top darauf. Auf die Reaktion darauf. Abrupt. Auch schön gespielt. Mhm. So dass halt kein 4-4 reinsteht, sondern nur ein Top da. Ich verstehe halt nicht, weswegen man nicht einfach noch ein Servo gemacht hat.
hätte ja vom Ding nichts geändert. Du hättest mehr Blocker gehabt jetzt. Ja, genau, es wäre ein mehr Blocker gewesen. Ich glaube, man geht hier einfach, wollte hier einfach für den 4-4er gehen. Und Days ist nicht gut. Für 3, der kann eh nicht blocken. Kann eh nicht blocken, kann man genauso gut reinhalten. Ja. Hier wird Becke. Oder wird es in Response? Ne, ist End of Turn. Ne. End of Turn, damit man hier was machen kann. Replicate den Token into Beat. Wäre jetzt ziemlich gut. Punching Fire hätte man sich wahrscheinlich ein rotes für rausgesucht. Ja, interessant. Also halt 4 Mana unter Back to Basics mit einem 4-Color Loam. Das ist halt schon stark, das ist schon, was der heftig. Halt eigentlich rauszieht. Jetzt spielt man einfach um Days drumherum oder spielt ein D-Lodge für 1. D-Lodge für 1. Force Hardcast. Damit kauft man sich halt auch nur einfach nur Zeit, ne? Ja. Es ist sehr knapp tatsächlich. Also, ist das ein Tabernakel? Ein Tabernakel. Ich weiß nicht, ob man das wirklich haben möchte. Ich glaube, boah. Okay, wir greifen nicht an, schon wieder nicht. Trigger Tabernakel. Ja, hier werden 2 Mana bezahlt. Gibt man Hauen für 3. Gibt man halt runter auf 7. Puh. Da ist ein Dazed, da ist ein Retrofitter, da ist ein Brainstorm und noch ein Retrofitter. Ne, das eine ist ein Ornithopter. Das ist halt alles total tot, bis auf der Dazed. Yes. Deshalb, also der Knight müsste einfach nur quergelegt werden, finde ich. Ja, der, ja, ich hätte da jetzt schon längst mal reingehalten, ja. Einfach. Du kriegst den Ornithopter und mit dem Attack direkt weg. Ja, da wird das Mana bezahlt für den Knight. Da war dann Punishing Fire, jetzt ist over. Ja. Wird sogar disrespectvolles Duel getappt. Ja, Days wird bezahlt, dann ist der tot, dann geht man hauen. 2-1 für 4-Color Loam gegen Ubi Ninja. Sehr, sehr coole Matchups. Sehr, sehr grindy, sehr, sehr cooles Midrange-Gespiele. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.